Mit dem heutigen Tage startet die Petition Polizisten sind keine Verbrecher. Seit geraumer Zeit ist wahrzunehmen, dass ein Dirty Campaigning gegen unsere Polizei, gegen unsere Polizistinnen und Polizisten läuft, sei es durch einzelne Medien, sei es durch NGO-Vertreter, aber auch, und das was besonders bedenklich ist, durch Repräsentanten der türkis-grünen Bundesregierung. Der absolute Tiefpunkt dieser Dirty Campaigning-Vorgehen ist nunmehr die Schaffung, ich nenne es einmal, dieser Vernaderungs- und Diffamierungsstelle, die hier seitens der türkis-grünen Bundesregierung angedacht ist, wo hier einfach mit sogenannter multiprofessioneller Unterstützung, soll heißen grüner aktiver Beteiligung an dieser Vernaderungsstelle, jene behaupteten oder vermeintlichen Übergriffe der Polizei geprüft werden sollen und wo dann auch gleich ein Urteil in der Form einer Inquisition gegen die Polizei von dieser Stelle kommen soll. Ein unhaltbarer Zustand, wie ich meine, und das, was unsere Polizistinnen und Polizisten in diesem Zusammenhang am meisten negativ berührt, ist die Haltung des Innenministers. Ein Innenminister sollte, man meinen, sollte hinter den eigenen Polizistinnen und Polizisten stehen. Das mit dieser Stelle, mit dieser Denunzierungsstelle, hier ein Minister proaktiv gegen seine eigenen Bediensteten eine Maßnahme setzt und ihnen damit öffentlich das Misstrauen ausspricht, ist eigentlich unverantwortlich, um nicht zu sagen, in tiefstem Maße schäbig.